Hallo Leute, willkommen zurück auf Hof Bergmann. Es ist 7.56 Uhr am Morgen, Frühherbst. Ich habe 2-3 Tage vorgespult, damit hier endlich mal was vonstatten geht. Wir sollten lernen, mit Sicherheit. Gucken wir unsere Tiere, der Kuhwade braucht Wasser. Das machen wir zuerst. Die Tiere versorgt sind, können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Frühstücken. Hühnerstall geht schlecht. Hühnerstall nichts zu fressen. Wir sollen nichts zu fressen. Ich brauche ganz schnell Weizen. Bist. Weizen, Wegwerksapfel und dann haben wir wieder Hühnerfutter. Ich bin schon vorne hin. Unsere Packstation. Dann müssen wir noch eben gucken, was der Kuhstall. Da ist noch gar nichts drin. Okay, also. Unsere Felder. Erntereif. Dann machen wir das als erstes. Wir müssen ganz schnell sehen, dass wir den Weizen bekommen. Es gibt nur glückliche Eier von glücklichen Mühlen. Hier stehst du unten. Vielleicht falsche Taste gekommen, wer weiß. So. Kommen wir doch zum ersten Feld. Gehen wir gleich runter. Okay. Setzen wir jetzt einen Abfahrer daneben. Dahinter sind. Das ist kein Hühnerfutter, oder? Da hängt ja noch was in der Wand. Oh, das lesen können wir gut. Saatgut. Nee, Saatgut brauche ich jetzt. Das holen wir anders mal. So, dann gucken wir eben, ob was fürs Geld zu machen ist. 10.000, 10.000, die 20. 27 Flügel, Ernten. Wir haben. Ah, düngen! Wir haben gar keine Ernten mehr. Warum haben wir keine Ernten? Die neuen Ernten. Gibt's denn da? Sonnenblumen. Machen wir das doch. Mit Geräte ausleihen. Ja, wo bleiben nicht viel über, besser als nichts. Das Licht da super, das Ding. Also muss schon sagen, ich kann mir das Schneidwerk da hinlegen. Schauen wir, ob wir drankommen. Weil das ist ein Riesenteil, eben schon sagen, das gefällt mir.
Ich verzichte auf den Wagen. Das lassen wir jetzt mal. Feld 9 war ganz hinten, oder? Feld 9. Feld 9 ist das da oben. Okay. Ja, das war wieder ein Schild weniger. Nicht berechnet, Glück gehabt. Keiner gesehen. Ist auch erntereif. Die ganze Mission hätte ich gerne. Was es die nicht gibt. Das ist rar gesät. Also flügen kann man viel, düngen kann man viel, aber irgendwo die Erntemissionen fehlen. Da wo es Geld gibt und da wo man vielleicht noch ein bisschen von der Ernte für sich behalten kann. Oder was zu früh, zu früh, zu früh. Das ist der Viehhändler, wo nach und nach die Tiere sterben. Ein Giants-Problem, sagt man, aber wenn es auf der Map eingebaut wird mit Tieren auf dem Viehhändler, muss man mit rechnen, dass die sterben irgendwann. Das kümmert sich hier keiner drum. So. Hörst du nicht? Jetzt. Oh, der quietscht schon ganz gut. So, dann holen wir uns den Abfahrer. Ist auch ein schöner großer. Sparen ein paar Euro, fahren wir selber. Jetzt schon ein schönes Tempo drauf. So, bleiben wir mal stehen. Schauen wir, wann er fertig wird. Wo ist er denn? Okay. Gut, schauen wir, was wir im Lager haben. Nicht, dass da Weizen ist, nichts. Hier ist kein Hühnerfutter. Haben wir auch was im Lager? Wir hätten ein leeres Lager. Habe ich auch ein Lager? Etwas wieder da oben. Ach, das ist mein Weizen. Da wären wir doch schon gut bedient. Gut, dann schauen wir mal nach dem Weizen. Gut. Sorry, mein Kaffee. 89. Das ist eine breitere Linie, die da oben fährt. Wo müssen wir zum Landhandel? Landhandel ist wieder ganz unten. '96, '97, wo ist mein Abfahrer? Hier in das Feld ist auch fertig, da könnte man auch anfangen. Aber das hier. 12. Das Riesending. Dort toll, schönen großen Drescher draufpacken.
Das ist jetzt was für meine Hühner. Damit die Hühner glücklich sind, was zu fressen haben. Hier oben ist fertig, dann bringen wir das doch schon mal weg. Können wir da weitermachen? Ja, Stroh, die ich da auch habe, da haben wir dran gedacht. Aber das braucht man dann auch. Sobald die Kühe Milch geben, bringe ich den in den Stall hoch. Und da brauchen sie dann auch Stroh. Nicht viel, aber wenig. So, dann nehmen wir uns den stellen wir uns wieder ins Feld. Guck mal, welcher frei ist. Du hast gerade nichts zu tun, du könntest eigentlich was tun, genau. Stellen wir uns aber den Wandlader weg. Genau, den brauche ich jetzt nicht. Dann nehme ich meine Universalfräse. So, der packt mir jetzt das da oben rein. Einschalten, genau. Da macht er jetzt die Big Packs fürs Hühnerfutter. Viel ist nicht, aber es geht ja erstmal darum, dass sie jetzt was haben. Nicht gegen den Frontlader. Heimat. So, dann packen wir dich mal hier. Ich kann gleich wieder gebrauchen. Die Drescher sind bei der Arbeit. Hier können wir schon mal einen wegholen. Schon mal anvisieren. Bevor wir die Hühner verhungern. Ja, mach doch. Hier lenkst du nicht richtig. Er mag nicht. Jetzt. Etwas hoch und dann raus da. So, das machen wir den meisten von dem Mais. Dann packen wir uns die Big Packs zu den Hühnern und sind für den Winter gerüstet. Ja, klar. Jetzt das Tor größer gemacht, breiter, käme es auch gut da durch. So. Hoch. Das läuft. Guten Dinge, dann sind die auch glücklich. Die sind glücklich, die sind glücklich. Ich bin glücklich.
Da ist ein Drescher fertig, da kann ich eben mal eine Kiste Eier wegbringen. Gibt noch keine Äpfel, also noch keinen Wein. Einmal das Gott. Du bist fast fertig. Du bist auch fast fertig. Du hast 99. Du bist auf der anderen Seite. Wo fahre ich denn drin? Vorne. Schauen wir vielleicht, was noch zwei in den Hänger. Brauche ich nicht jedes Mal zu fahren. Ja, gerade zweimal. Also mit einmal fahren hat er fast eine ganze Straßenbreite. Das ist schon interessant. Schönes Teil. Wenn man das selber hat, spart man viel Geld. So, dann gehen wir da weiter. Du stehst auch hier vorne. Sollen wir drehen. Das ist schon Unterschied. Ist zweimal rum und weil er braucht dreimal, glaube ich. Und die Breite zu kriegen wieder an mit einer Mannschaft. Nicht so weit. Gut. Ja, also nicht mal zweimal. Das ist gut, das sind 36, er kann fast dreimal warten, das ist gut. Das heißt, wenn wir die weite Strecke nicht so lang. Ja, das geht schon recht fix da oben. Er fährt nicht, warum fährst du nicht? Wieso kann ich nicht einsteigen? Hör's doch. Toller denn. Du bist. Ja. Du hast Zeit. Die Hühner sind jetzt gerade versorgt. Was macht der Rest von meinem Schuppen? Du stehst hier. Können gucken, was der Käse oben macht, den ich nicht haben kann. Ich habe gar keinen Käse. Ich habe gar keine Milch. Jung. Etwas verpeilt, Junge. Grassilage haben wir, die können wir auch leer machen. Also irgendwie fehlt mein zweiter Hänger. Der Ladeplattform. Kann man den aufrüsten? Du hast doch gar nichts. Das ist nicht viel. Schauen wir mal, ob wir den umrüsten können. In was? Heimat. Betontür. Konfigurieren.
Kapazität hoch. Gut, kostet mich was, aber dann machen wir das noch einmal. Wenn uns das gehört, können wir nächstes Mal wieder runterschalten. Es kostet dann mal nichts mehr. Nee, da muss man ein Stück zurückfahren. Das reicht noch nicht. Dies ist der falsche Ansatzpunkt. Das hauen wir zu unserer Seele rein. Dann kann ich da schneller füllen. Kann sehen, wie viel ich überhaupt habe. Wegen Überblick und wegen Praxis. Und wir können den Fermentierer wieder voll machen mit Gras. Dann fast voll ist der Weizen. Dies ist nicht meine Baustelle. Also wenn ich mal viel Geld habe, wird hier einiges auf LKW umgestellt. Ich glaube, da komme ich besser mit zurecht. Ist irgendwo oder nicht das an diesem Hänger? Das weiß ich nicht. Denn so schlecht habe ich mich jetzt noch selten angestellt. Naja, knapp. Du bist noch weit dran, aber du bist so gut wie voll. Also fahren wir ihm entgegen. Wie sieht drüben, müsste voll sein. Ja, er wartet schon. So, ich mache jetzt noch ein Bildchen für das Video. Ein Thumbnail, wie das so schön heißt. Okay, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Lasst ein Däumchen da und einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.